Guten Morgen, darf ich vorstellen, das ist mein Huhn. Ich habe etwa 6 Hühner und die ist jetzt am Beinen, ist irgendwie gelähmt. Jetzt tun ich sie immer ein bisschen pflegen, ein- und austragen, gell? Und am Morgen kriege ich immer Würmer, 7 Stück oder so. Und zuerst Wasser. Wenn ich sie hinlege, tue ich einfach... Hier hat es genug Firmen. Tschüss! Am Boden muss ich noch zeigen. So, Zeit, hä? Ganz viel Protein. Tschüss! Big winds keep on turning, get me home to see my kin. Singing song. So, jetzt gibt's Würmer. Hühnerhufe hat immer viel Böhm. Ich hab so einen süßen BH. Das ist so wie ein Kuchen-Ding. Und ich hab so ein super T-Shirt dazu, wo man das gut tragen kann. Ich habe spezielle Fischerausrüstung. Also, das heißt Fischerbekleidung. Ein bisschen speziell, ich komme eben direkt von gestern Abend übernachtet und nachher mit schönen Strümpfen und schönen Schuhen. Hi, jetzt ist. Oh, jetzt muss ich schauen, was ich. Das sind Löwen. Freitagabend, morgen gehe ich fischen. Bin schon. So, jetzt bin ich das erste Mal Velo gefahren mit Rute und Fisch. War so cool. Heute Fischeglück, ein großer Eglück.
Nee, die ist sehr gut, ich bin Rekord. Freue mich. Ich habe gemeint, sie wieder, ne? Wer kommt denn da? Meine Schildkröte. Unterwegs im Garten. Ist jeden Tag Löwenzahn. Oh, jetzt geht sie auf die Blumen los. Ganz schön. Das ist meine super Dusche. Das ist einfach besser. Als nichts kommt da was. Es ist Sommer, immer noch. Und so schön da. Ich muss es noch genießen, es ist kein Problem. Sommer geht langsam zu Ende, aber wir haben noch schön. Und der Poolbereich ist so herrlich. Dieser schöne Stein und dann die schöne Farbe von den Blumen. Muss man einfach manchmal anhalten und genießen. Tschüss, es ist so schnell vorbei. Fahre ich Bus, hä? Vem kan segla förutan vind? Vem kan ro utan norr? Bus alter ställe. Puss och suck. Tschüss. Street Parade. Ich gehe jetzt ins Street Parade und Wetter ist schön. Ich freue mich. Jetzt gehe ich das erste Mal auf eine spezielle Party. Und ich komme doch nicht rein unter diese Kleider. Ich bin gespannt. Ich gehe noch kurz gucken. Jetzt bin ich jetzt spannend. Ne? Nein, ich bin einfach gespannt, wie es ist. Vielleicht, wenn es lustig ist, dann gehe ich ein anderes Mal hin. Vielleicht mit der Freundin oder Kollegen. Nachher. Nein, gib ihm zum Beißen, weißt du? Jetzt haben wir wieder einen. Eine Zähne. Wie ein Piranha. Das ist sehr übel. Nicht so übel, als den nächsten sehen. Hast du Hunger? Ja, du meinst ja auch der Gärige. Ja. Maximum 2 Jahre alt. Super jung. Die sind mega fein, muss ich sagen. Ja. So schön. Brille auf von neuem. Jetzt habe ich einen großen. Gestern keine Sache größer, jetzt ganz ein groß. Du siehst gut beim Fischen, ne? Gestern auch. Ja, Mama und sie. Das ist cool, die wissen sich nur am Schwanz aufzuhalten. Die haben jetzt mal schöne 5 Hand. Du hast schon 2 gesehen. Das ist sehr orange, ja? Das ist im Moment nur 1. Klettert hoch. So ein Einzelgänger, also man sagt, er soll so ein Weibe sein. So, das sind die schönen Zähne. Ganz nett. Oh, ist gut. Heißt nicht von rechts gucken. Wie heißt das jetzt? Pries. Pries. Ah, Pries. Hey, die ist richtig haarig. Das ist die heißt die Avari. Thank you.
die, wenn ich abschalten kann. Er macht die riesen Geschäfte zu oberst auf dem Baum. Sind die 38 Meter hoch. Ja, hörst du mich noch? Ja. Ja, sehr gut. Ich habe da einen schlechten Empfang. We're gonna do it tomorrow afternoon. Kann aber kein. Ich muss in der Hauskammer sein. Man sieht auch jetzt gut diese aufgeworfenen Augen, ja? In der Hauskammer. Oh, der geht jetzt sogar in das Boot, das was schwimmen tönt. Langweilig geworden. Warte. Töne in der Nacht. Die ganze Nacht ist so laut. Mein dritter, ja. Ah ja, schön. Und der Vogel ist so. Oh Gott. Schnell, ne? Ja. Siehst du da? Nimm es jetzt das Spiegel hier schon. Tschüss! Ja. Ganz viele Schildkröten. Tschüss! Medizin. Ist das gut? Ja. Schön Dreck. Ja, schon drin kann man. Jetzt kann man das auch ganz gut sehen, diese Art. Hat er dann da? Ein großer Fisch im Pool. Killer. Ich komme gerade vom Ecuador, gerade vom Flughafen, grüß euch. Fährst du mit, Wille, was tust du?